40 Kilometer Film, länger sogar als die Strecke zwischen Schwerin und Wismar. Etwa 1 Million Kleinbild- und Mittelformatnegative. 170.000 Fotografien im Archiv, 40 Jahre Arbeit. Am 8. Dezember wurde im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus die Ausstellung zu Ehren des inzwischen fast legendären SVZ-Bildreporters Ernst Höhne eröffnet. Zwischen 1956 und 1969 verewigte der Meister in der fast täglichen Arbeit für die Lokalzeitung ein ganzes Stück Stadt- und Landesgeschichte. Sein Werk heute ein wahrer Schatz für Schwerin und seine Bürger. Also wir sind dabei in unserem Volkskundemuseum die Archive, also das Fotoarchiv der SVZ und auch jetzt das bisher unveröffentlichte Archiv von Ernst Höhne zu digitalisieren und damit auch recherchefähig zu machen, dass wir das tatsächlich auch benutzbar haben. Das Ganze wird ein bisschen dauern. Natürlich ist das eine immense Aufgabe, eine mittlere sechsstellige Anzahl von Bildern zu digitalisieren. Aber es ist auch wichtig, weil unsere Erinnerung ist visuell geprägt. Selbst mit nur 100 ausgestellten Bildern lässt sich die Geschichte der heutigen Landeshauptstadt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis ins kleinste Detail gut nachvollziehen. Der wortkarge Meister erinnert sich immer noch gern an das ein oder andere Motiv, manchmal nicht ganz ohne Augenzwinkern. Die Ereignisse haben sich ja ergeben durch die Veränderung. Was meinen Sie, was los war, als die ersten Bananen eintrafen? Da gibt es Fotos da oben, wo in der Weststadt um die ganze Kaufhalle eine Menschenschlange stand. Bis zum 17. Februar 2019 können die Besucher des Schleswig-Holstein-Hauses in Schwerin die Ausstellung Ernst Höhne, Fotograf aus Leidenschaft, besichtigen. Wer sich selbst, seine Verwandtschaft oder Freunde auf den Bildern erkennt, wird gebeten, dies unbedingt mitzuteilen.